Guten Tag, liebe Modellbahnfreunde rund um Leipzig. Zum aktuellen Bahnkaleidoskop möchte ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen. Ja, und diesmal machen wir einen Ausflug in den Hauptbahnhof nach Leipzig. Allerdings en Miniatur. Allerdings 87 Mal kleiner als sein Original. Aber trotz seiner Miniaturisierung weist er auch alle notwendigen Einrichtungen eines Bahnhofs auf. Bahnsteiganzeigen, fahrende Züge wie ICEs, Regionalexpresszüge, einem SVT, einem Zug, der im Original schon seit 2003 außer Dienst gestellt ist, zusammen mit dem aktuellen Desiro der Lausitzbahn. Natürlich ist dies nur im Modell möglich, hier im Laden von Modellbahn Bertram in Leipzig in der Eisenbahnstraße. Auf dieser Schauanlage laufen historische Zugzusammenstellungen mit aktuellen Fahrzeugen. Das Modell der Bahnhofshalle selbst ist von der Wuppertaler Firma Josswood GmbH als Laserschnitt aus Architekturkarton in Sandwich-Bauweise hergestellt. Eine der historischen Kostbarkeiten ist der Carlex, der SVT 18.16 vom Waggonbau Görlitz in den 60er Jahren in 8 Exemplaren hergestellt. Das Modell der japanischen Firma Kato zeigt gewissermaßen den Gegenentwurf zum westdeutschen TEE, der annähernd zur gleichen Zeit zwischen den Ländern der EWG bzw. Österreich und der Schweiz unterwegs waren. Allerdings sind auf dieser Anlage in erster Linie auch Fahrzeuge unterwegs, die nur in der DDR gelaufen sind, wie zum Beispiel diese fünfteilige Doppelstockeinheit Baujahr 1971 mit einer Baureihe 211. Ein ET11 der Deutschen Reichsbahn aus den 30er Jahren, der 1971 ausgemustert wurde. Etwas Aktuelleres kommt jetzt in den Bahnhof eingefahren, ein Interregio mit den entsprechenden Steuerwagen. Diese Zuggattung übernahm Ende der 80er Jahre die Aufgaben der früheren D-Züge im 2-Stunden-Takt. Äußere Merkmale waren modernisierte D-Zugwagen mit dem blau abgesetzten Fensterband und entsprechende Steuerwagen für Wendezugbetrieb, um die angestrebten 2 Minuten Haltezeit in den Bahnhöfen einhalten zu können. Mitte der 90er Jahre erlebten sie ihre Blütezeit auch hier in Leipzig, wobei die Linien entsprechend der Nachfrage teilweise bis ins Ausland verlängert wurden. Allerdings dauerte diese Phase nicht allzu lange, weil die Bahn überlegte, profitable Strecken in IC-Linien umzuwandeln und unrentable Strecken zu streichen oder in von den Ländern finanzierte Regionalverkehre umzuwandeln. Als Zug bzw. Schublok fungiert in diesem Falle eine Baureihe 132, die gut bekannte Lüttmiller. Intercity-Züge waren dann der nächste Schritt, die auch als Doppelstockzüge unterwegs waren. Hier in der dritten Generation aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Modelle, die größtenteils von Rocco, Brava oder Pico stammen, wie hier zum Beispiel die Vectron, kennzeichneten den Nahverkehr um die Jahrtausendwende.
Beim Original ist der Intercity eine Zugattung des Fernverkehrs, dessen Ursprung bis in die 70er Jahre zurückreicht. Sie waren die Nachfolger des Fernschnellzugs und verbinden die wichtigsten Wirtschaftszentren im Zwei-Stunden-Takt. Rangierten die Intercity-Züge früher noch an der Spitze des nationalen Bahnverkehrs, sind sie heute hinsichtlich Komfort, Service und Reisezeiten unterhalb der ICE-Züge einzuordnen. So finden sich Bordrestaurants nur noch in einzelnen Zügen. Ansonsten gibt es lediglich einen Bord-Bistrowagen mit gegenüber einem vollwertigen Bordrestaurant eingeschränkten Service. Mehrere Generationen von Interregios hier mal auf einen Blick. Ein Interregio-Express mit einer Baureihe 218 als Schublok unter der Brandenburger Brücke. Sie ist die auffälligste Brücke im Stadtgebiet von Leipzig. Sie überquert seit 1910 als sogenannte Stahl-Fachwerkbogenbrücke mit untenliegender Fahrbahn die Gleisanlagen im Vorfeld des Leipziger Hauptbahnhofs. Aufgrund des enorm gestiegenen Verkehrsaufkommens auf der Straße B2 Mitte der 90er Jahre wurde die Brücke im Auftrag der Stadt Leipzig von 2000 bis 2003 vollständig rekonstruiert und auf der Nordseite mit einer zweiten Fahrbahn versehen. Diese wurde in moderner Stahlbeton-Verbundkonstruktion ausgeführt und an die vorhandene Brücke angebaut. Sie hat eine Spannweite von ca. 98 Metern. Und nun mal ein Zug, als es noch genügend Platz in der S-Bahn gab. Eine blaue E11 der Deutschen Reichsbahn mit dem Zug der Leipziger S-Bahn in ihrem typischen blau-gelben Farbkleid, gebaut von Pico im Jahr 2000. Diese Fahrzeuge verbanden ab Ende der 60er Jahre solche neu entstandenen Stadtteile wie Leipzig-Grünau mit dem Zentrum, beziehungsweise banden sie Städte wie Borna oder Orschatz näher an Leipzig. 2004 wurde dann auch das erste Mal Halle an der Saale angefahren. So entstand auf rund 430 Kilometern Streckennetz der Mitteldeutsche Verkehrsverbund als zweitgrößtes S-Bahn-Netz Deutschlands, der heute mit den Talenttriebzügen von Bombardier bedient wird. Neben den typischen S-Bahn-Zügen waren allerdings ganz normale Reisezüge, geschoben oder gezogen von einer V100 unterwegs, die den Nahverkehr innerhalb der DDR abdeckten. Sie bedienten zum größten Teil die Strecken, die heute mit Regionalexpresszügen angefahren werden. Die allseits bekannte Ludmilla hier von Brava, eine russische Großdiesellok, die zwischen 1970 und 1982 in knapp 900 Exemplaren in mehreren Varianten von der Deutschen Reichsbahn beschafft wurde und zum Teil heute noch im Einsatz ist. Eine kohlegefeuerte Baureihe 015 von Rocco mit sogenannten Boxpockrädern. Dieses Modell zeigt den Betriebszustand Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Sie war eine der Maschinen, die damals die berühmten Interzonenzüge, Reisezüge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR bzw. Berlin, zogen. Wie auch schon bei der Ludmilla zu hören, haben die elektronischen Soundmodule auch in die kleinen Modelle Einzug gehalten, die die Betriebsgeräusche täuschend echt nachahmen können.
Bitte schön, das letzte Tor, bitte. In diese Zeit passt auch der folgende Zug, der als Stückgut Schnellverkehr in den 20er Jahren als neues Transportkonzept von der Deutschen Reichsbahn begann und bis in die 70er Jahre fortgeführt wurde, indem kurze Züge Stückgüter mit schnellen Personenzugloks ohne zusätzliche Rangieraktivitäten vom Punkt A nach Punkt B beförderten. Ein Blick über die Anlage zeigt nochmals das Bahnhofsvorfeld mit einer nicht ganz maßstabsgerechten, dafür aber historischen S-Bahn-Karte aus dem Jahr 1969. Aber keine Angst, Sie sehen nicht doppelt. Natürlich ist die Saxonia ein Einzelexemplar, das hier durch einen Spiegel den Eindruck des größten Kopfbahnhofs Europas auch im Modell hervorzaubert. In der unteren Etage dieser Anlage läuft dann sogar die aktuelle S-Bahn, halt der Talent 2 von Bombardier, hier im Modell von Rocco. In der Gegenzugrichtung wartet ein Interregio auf sein Abfahrtssignal. So, und nun mal was ganz anderes. Anderer Ort, andere Zeit, andere Technik. Obgleich es hier auch um Modellbahnen geht. Ein Sammler hat uns mal sein Schatzkästchen geöffnet und wir können mal einen Blick auf die Sachen werfen, mit denen unsere Groß- oder auch Urgroßeltern gespielt haben. Modellbahnen gab es schon Mitte des 19. Jahrhunderts und kamen, wie ihre großen Vorbilder, zuerst aus dem britischen Königreich. Von den Briten stammen auch die einzelnen heute noch bekannten Spurweiten, die sich im entsprechenden Maßstab auf die Regelspur von 1435 mm beziehen. Zur Frühjahrsmesse 1891 brachte dann MacLean als erster Hersteller eine Uhrwerkeisenbahn mit Schienenanlagen wie Kreuzungen oder Weichen heraus.
Dies kann dann als der eigentliche Beginn des Modelleisenbahnwesens in Deutschland gesehen werden. Andere Firmen wie Bing, Boob oder Krauss zogen nach und sorgten dafür, dass Deutschland neben England dann eine der führenden Nationen auf dem Gebiet dieses hochwertigen technischen Spielzeugs war. Fahrzeuge und Schienen wurden aus einfachem Weißblech, entweder gerollt oder im Tiefziehverfahren hergestellt, beziehungsweise man verwendete Gusseisen für die Räder. Heutige Materialien wie Plaste und Elaste, beziehungsweise Fertigungsverfahren wie Extrudiermaschinen oder der allseits aktuelle 3D-Druck waren damals noch nicht bekannt. Trotz der Tatsache, dass auch in diesem Industriezweig die Automatisierung Einzug hält, steckt in den Modellen doch noch sehr viel Handarbeit, angefangen von der Formgebung bis hin zur farblichen Gestaltung. Feinstens handgemalt ist für heutige Sammler dieser historischen Stücke ein sicheres Qualitätsmerkmal. Das bedeutet aber auch, dass für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung dieses Spielzeug unerschwinglich war. Kostet eine Lok wie diese 2C2 durchaus mehrere Monatslöhne eines Arbeiters. Angetrieben wurden die ersten Exemplare durch Uhrwerke, die unzweifelhaft die Herkunft dieses Spielzeugs verrieten. Zahnräder damaliger Uhren fanden durchaus auch Verwendung in diesem technischen Spielzeug, da sich ihre Betriebsweise ähnelte. Eine parallel dazu angebotene Antriebsart war schon sehr früh Dampf, der mittels Spiritusflamme erzeugt wurde und über einfache oszillierende Zylinder die Lok antrieb. Erst später, so um 1920 herum, bildete die Modellbahn einen eigenen Industriezweig, der eigene Anforderungen an Material und Teile stellte. Insbesondere mit dem Auftauchen der ersten elektrischen Bahnen begann die Herstellung eigener Komponenten. Allerdings war es anfangs noch gefährlich, elektrische Modellbahnen zu betreiben, denn über sogenannte Regulierwiderstände lag teilweise die volle Netzspannung an den Gleisen an. Erst mit der Einführung der Kleinspannung von 20 Volt konnte 1927 diese vor allem für Kinder gefährliche Situation abgewendet werden. Hier auf dieser Anlage sind in erster Linie elektrisch angetriebene Modelle unterwegs, die zu einem großen Teil aus den 30er Jahren stammen. Haushaltsauflösungen, Flohmärkte sowie Kontakte zu anderen Sammlern ließen letztlich diese Fahrzeuge hier landen, die nach teilweise 80 Jahren immer noch zuverlässig ihren Dienst tun. Inzwischen gibt es aber einen Markt von sogenannten Replikas, wo nach alten Formen und Fertigungsverfahren historische Modelle neu aufgelegt werden, um die Tradition wieder aufleben zu lassen. Aber nun genug der stehenden Bilder. Interessant wird es, wenn die Modelle in Bewegung gesetzt werden. Eine, wie es im Katalog von Märklin von 1935 heißt, elektrische Vollbahnlok mit einem D-Zug bestehend aus 4 Achsen. Im Hintergrund ist eine B-gekuppelte Dampflok mit einem Personenzug bestehend aus 2 Achsen unterwegs. Da man damals die Technologie der schräg verzahnten Getriebezahnräder im Modell noch nicht beherrschte, geben die Getriebe ihre typischen Geräusche von sich. Diese Maschinen brauchen noch keine elektronischen Geräuschmodule.
Dieser Güterzug mit einer E-Lok stammt aus dem Jahr 1934. Ein Blick auf die Bahnhofshalle. Übrigens fast alles aus Blech. Mitte der 30er Jahre hatte sich nach der allgemeinen Weltwirtschaftskrise die Situation für die Modellbahnhersteller derartig zugespitzt, dass Firmen wie Bing, die zeitweilig in den Bereichen 0 und 1 Marktführer waren, ihre Spielzeugproduktion einstellten. Der fliegende Hamburger als Produkt seiner Zeit durfte natürlich auf keiner Anlage damals fehlen. Nun noch einige Impressionen von Zubehörteilen, die auch aus der damaligen Zeit stammen. Thank you.
Die Produktion von Artikeln in der Spur 1 wurde vor dem Zweiten Weltkrieg allgemein eingestellt und ruhte über 30 Jahre, bis 1969 wiederum von MacLean ein erneuter Versuch zur Etablierung der Spur 1 im Maßstab 1:32 gestartet wurde. Deshalb sollte das Winken dieser Dame nicht endgültig sein, sondern ein Wiedersehen in weiterer Zukunft darstellen. Ja, ich hoffe, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat und wir uns in Kürze wiedersehen werden, dann allerdings wirklich unter freiem Himmel.